Hallo meine Lieben, heute ziehen wir die Mel um und Maggie wird dazu ein bisschen was sagen. Wir haben ihr heute eine Mütze mit Body und Hose ausgesucht. Was ist das? Und da ist ein Bärchen drauf. Na, was ist das Ganze? Ein Set. Ein H&M-Set, Ein genau. Herz. Was ganz Das ist Feines. doch, das ist wichtig, weil dann wissen die Leute direkt, was das ist. Und eine schicke Hose. Was machst du jetzt? Du kannst ja ein bisschen was sagen. Du musst ja sagen, was du machst. Ja, jetzt ziehe ich sie erstmal aus und werde sie dann wieder in die neuen Klamotten einpacken. Und dann zeigst du sie Ja, dann sage ich sie einmal. einmal. Übrigens, nicht wundern, warum der Felix so Motorradklamotten anhat. Seht ihr hier? Wir müssen gleich noch Motorrad fahren. Die Socken musst du gleich wieder Das anziehen. ist klar. Wir haben keine Socken jetzt rausgeholt. Das ist ganz schön gut, ne? Bin ja auch geprobt, ne? So langsam. So, meine Lieben, während Felix jetzt hier ein bisschen die Mel auszieht, das ist voll falsch zusammengelegt, was ich auch nicht mache. Ist doch egal, das kommt eh gleich weg. Das kommt aber wieder in den Schrank. Ich habe meine Wäschekisten nicht mehr hier. So. So, also, ihr habt ja gesehen, Felix hat Motorradklamotten an. Und deswegen wollte ich euch jetzt ein bisschen was über mich erzählen, denn einige haben vielleicht schon irgendwie bemerkt, dass ich auch Motorrad fahre bald. Denn ihr seht öfters meinen Motorradhelm oder so, das ist, wisst ihr ja. Und jetzt fahre ich noch bei Felix und pass auf, ja. Und am Dienstag nächste Woche habe ich meine Prüfung für meinen eigenen Motorradführerschein. Ein Motorrad habe ich auch schon. Und dann ziehst du erst die Socken an? Oder nee, die Socken kannst du nachher darüber. Und dann werde ich selber Motorrad fahren. Ja, ich wollte das einfach mal erzählen, weil es einige Leute gibt, die das interessiert, habe ich jetzt bemerkt in den Kommentaren. Ich werde oft gefragt, ob ich Motorrad fahre, was für ein Motorrad ich fahre, weil ihr halt öfters meine Motorradsachen seht. Willst du die Schlüssel mal rausnehmen? Nö. Ja, also das wollte ich nur erzählen, was ich für eine Maschine fahre. Ich glaube, einige von euch können damit überhaupt nichts anfangen, aber die, die Motorrad fahren, auf jeden Fall, ist eine Yamaha YZF 125. Ihr könnt es auch gerne mal googeln, dann wisst ihr, wie das aussieht. Und ja, mit meinem Motorrad, wenn ich dann den Führerschein habe, werde ich selber auch einen zweiten YouTube-Kanal aufmachen, also beziehungsweise habe ich das schon. Ich weiß nicht, ob ich euch das in die Infobox verlinke oder so. Ich weiß noch nicht, ob das schon zu früh ist oder so, weil es halt einfach nur ein bisschen dauert. Und ja, Felix fängt dann auch vielleicht bald an mit einem YouTube-Kanal mit seinem Motorrad. Aber da werden wir euch auf jeden Fall berichten, wenn euch das überhaupt interessiert. Ich weiß ja gar nicht, ob da überhaupt echt viele sind, die das überhaupt sehen wollen oder so. Ja, das machst du gut, Schatzi. Ja, wer sich interessiert, was ich für eine Maschine fahre, ich bin vor dem Unfall eine Kreidler Dice SM 125 gefahren und jetzt nach dem Unfall aufgrund von Schmerzensgeld und allem habe ich mir dann mal was gegönnt und habe mir eine MT 125 neu aus den Laden rausgekauft. Auch von der Macher. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Habe ich jetzt gesagt. Sehr gut. Du musst ihn ein bisschen nach oben luftig lassen, oder? Sieht immer so quer aus. Klemmen wir das hier mal um. Ja, aber Mel, ey, überall wird an ihr rumgefummelt hier. So. Genau, falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Motorrad oder irgendwas, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, wie Felix das hier gerade macht.
Also er hat schon öfters die Babys umgezogen, aber noch nicht so oft. Ich glaube erst zweimal oder so, oder? Dreimal ungefähr, ja. Ja. Aber er macht das schon besser. Also vorher hat er noch nie so ein Baby überhaupt in der Hand gehabt. Deswegen macht er das schon gut, finde ich. Natürlich muss man ihn manchmal berichtigen und so. Genauso wie mit ihrer Hose jetzt hier. Babyhosen müssen am Popo immer ein bisschen höher als am Bauch. Weil sonst rutschen die gut. So, die Socken musst du über die Hose ein bisschen, ja? Das halte ich vor. Und dann brauchst du noch ihre Mütze. Ja, sie hat halt das H&M-Set an mit diesen Tannen und diesem Bär drauf. Das mag ich total gern. Und ich wurde auf Instagram gefragt, ob ich ihr mal Jungsklamotten anziehen kann und wie die Mel so in Jungsklamotten aussieht. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt mal so ein paar Videos, dass wir sie einfach mal umziehen in Jungsklamotten. Und ich weiß nicht, ob ich diese Videoreihe dann irgendwie so Mel als Junge oder so nenne. Weiß ich noch nicht, muss ich mir überlegen. Ich weiß, sind so verkrüppelt, was hast du hier gemacht? Nichts. Ja, also das halte ich auf jeden Fall vor, weil das auf jeden Fall gewünscht wurde. Und den Jaden wollte ich gleich auch nochmal kurz umziehen, nämlich in Lennox-Klamotten. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil Lennox 10 cm größer ist. Und das ist natürlich auch so ein richtig, richtig krasser Unterschied. hier oben ist die Hacke. Das war so. Mein lieben Felix hat die Socke falsch rum angezogen. So rum hat er ihn angezogen. Ja, das ist... Ach, das ist süß. Jetzt schämt er sich. So, ziehen wir die Socken ein bisschen an. Oh, lass mir Mel zeigen, wie es falsch war. Genau, damit Mel das besser kann irgendwann, ne? Mhm. So. Sieht aus wie ein Bauer, Mauli. Aber süß. Nächstes Mal kannst du ja die Schnuller wiedergeben, die Arme. So. Schaut mal, da ist die Maus. In Jadens Klamotten. Jetzt zeig ich sie euch mal so. Ist das nicht süß? Oh, das ist so süß. Ich finde, die Mütze hätte auch noch mal so grün sein können, oder? Ich finde, das sieht immer so komisch aus. Aber was ich süß finde, schaut mal, dass die Mütze so von H&M, wenn die zu groß sind, dann sind sie immer so richtig groß und dann kann man die so süß über das Köpfchen machen. Sieht voll süß aus. Ja, so ist die Mail fertig. Und du sagst tschüss, ne? Ja, du kannst tschüss sagen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Kommentar und einen Daumen da.